Wohn dich gesund. Was für ein Blick auf unser Leben. Katharina Theresa Gutschone stellt in diesem Buch einfache und effektive Lösungen vor, indem es um Baubiologie bis hin zu Zimmerpflanzen, die dein Wohnklima beeinflussen können, vor. Katharina Theresa Gutschone studierte Architektur und bildende Kunst und gründete 2007 ein Studio für Ausstellungsgestaltung und Interieurdesign. Seit 2018 schreibt sie Bücher über Gesundheit und Heilung. Schon mehr als 20 Jahre beschäftigt sie sich intensiv mit spirituellen und gesundheitlichen Themen, engagiert sich für ein friedliches und herzliches Miteinander in unserer Gesellschaft und für den Schutz von Tieren. Einen Teil des Bucherlöses spendet die Autorin an Tiere in Not. Die zwei weiteren Bücher, die sie geschrieben hat, werden auch hier in diesem Kanal vorgestellt. Ehrlich, mir fiel es sehr schwer, unter den vielen, sehr tiefgreifenden Kapiteln nur eins herauszusuchen. Deshalb habe ich die Erlaubnis bekommen, auch einzelne Passagen aus dem Buch Wohn dich gesund vorzustellen. Vielen Dank, Katharina. Wir haben es in unserem Alltag oft mit einer geballten Ladung an Stress zu tun. Zum Beispiel durch einen nervenzehrenden Job, Beziehungsstress oder eine anstrengende Freizeitgestaltung. Und so benötigen wir neben ausreichend Zeit zur Regeneration auch Orte zum Wohlfühlen und zum Energietanken. Unser Wohnraum, unsere dritte Haut, sollte solch ein Ort für uns sein. Doch finden wir hier in den seltensten Fällen das, was wir brauchen, um gesund zu bleiben bzw. zu werden. Auch hier sorgt eine Vielzahl an Stressoren wie Elektrosmog, geopathische Störfelder und energetische Altlasten dafür, dass wir rund um die Uhr belastet sind. Unser Zuhause ist leider meist meilenweit davon entfernt, ein Ort des Wohlfühlens und ein Platz für regenerierenden, erholsamen Schlaf, essentiell wichtig für unsere Gesundheit, zu sein. Die Autorin und Interieurdesignerin Katharina Theresa Gutschone stellt in diesem ersten ganzheitlichen Ratgeber zum Thema gesundes Wohnen die wichtigsten Störenfriede unseres Hauses vor und zeigt einfache und effektive Lösungen auf, die sich leicht umsetzen lassen. Drücken Sie die Reset-Taste und zaubern Sie aus Ihrem Zuhause eine Oase der Kraft und der Regeneration. Das Buch von Katharina ist in 7 Kapitel gegliedert. Erstens: Krankes Haus, kranker Bewohner. Zweitens: Gesunder Schlaf. Drittens: Was für ein Stress, wenn der Säbelzahntiger in den eigenen vier Wänden wohnt. Viertens: Die Nervensäge im Haus. Fünftes Kapitel: Mit Hausdetektiven auf Spurensuche gehen. Wer suchet, der findet. Sechstens: Wirksame Strategien. Die richtige Medizin für Ihre Räume. Siebtens: Interviews mit erfahrenen Wohnspezialisten. Aus dem Kapitel 4, Nervensägen im Haus, möchte ich euch das Thema Schallwellenterroristen nicht nur fürs Ohr vorlesen. Schallwellenterroristen nicht nur fürs Ohr. Hier kommen wir zu einem äußerst nervenzehrenden Störenfried,
dem Lärm. Dass er sogar töten kann, wird bei einem Blick auf Foltertechniken im alten China deutlich. Der chinesische Kaiser ließ Verräter mit der Lärmfolter bestrafen. Die armen Opfer lagen unter riesigen Glocken, die von Schergen angeschlagen wurden. Nach kurzer Zeit bekamen sie einen Herzinfarkt. Ihr Kreislauf versagte. Sie erlitten einen Lungenkollaps und schließlich wurden sie vom Tod erlöst. In dörflichen Gegenden mag der Autolärm kaum eine Rolle spielen. Dafür aber der Lärm, der einem von den wie Pilze aus dem Boden schießenden Windrädern in Windparks um bzw. in die Ohren weht. Stein des Anstoßes ist der Infraschall. Ein Schall also von sehr niedriger Frequenz. Dieser ist laut Expertenmeinung mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Schlaf, mit Hörschäden, Tinnitus sowie eine Reduzierung der Lebensqualität verbunden. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Beschwerden von Bürgern, die auf die Belastung dieser umstrittenen Energiequellen hinweisen und dringend einer Verbesserung ihrer Situation einfordern. Dabei spielt nicht nur der physikalisch gemessene Schalldruck eine Rolle, sondern auch die ungleichmäßigen, dauerhaften Schallemissionen, die sich laut Aussagen Betroffener so ins Gehör einbrennen, dass man sie nicht mehr los wird. Tiere leiden ebenfalls massiv darunter. Ganz zu schweigen von den durch Windräder massenweise zu Tode kommenden Insekten, Fledermäusen und Vögeln. Dass der Infraschall als Problem erkannt wird, zeigt sich auch darin, dass die Windkraftbetreiber ihre Anlagen inzwischen nachrüsten. Schon jetzt werden Turbinen, die bei Bedarf nachts aus Lärmschutzgründen mit einer geringen Leistungsstufe gefahren oder auch ganz abgeschaltet. So Fachanwalt Dr. Andreas Hinsch aus Hamburg, zitiert aus der Welt. In den Städten sind wir rund um die Uhr Lärm ausgesetzt. Und wenn in der Nacht fast alles schläft, wälzt sich so mancher, der an einer stark befahrenen Straße oder über einer Kneipe oder Diskothek wohnt, unruhig im Bett hin und her. An Erholung ist dabei nicht mehr zu denken. Ab 55 Dezibel werden im Schlaf Stresshormone ausgeschüttet und der Blutdruck steigt. Dass selbst ein kaum hörbarer, aber dafür umso penetranter wirkender Lärm einen tatsächlich in Rage und um den wohlverdienten Schlaf bringen kann, erlebte ich einmal in einem Bio-Hotel in Österreich. Unser Zimmer lag direkt Wand an Wand mit der benachbarten Ferienwohnung, wo ein alter Kühlschrank stand. Dieser vibrierte und summte permanent, was sich durch die Schallübertragung an der Wand noch verstärkte, sodass wir in der ersten Nacht kein Auge zubekamen. Irgendwann gegen Mitternacht machten wir uns auf die Suche nach dem Störenfried. Der alte Kühlschrank wurde abgeschaltet und wir konnten in den nächsten Wochen ohne störende Begleitgeräusche gut schlafen und den Urlaub genießen. Mögliche gesundheitliche Folgen von Schallwellen. Durch Schallwellen können laut verschiedener Quellen die im Folgenden aufgeführten negativen Effekte auftreten, sowie die genannten gesundheitlichen Beschwerden ausgelöst werden. Erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte, erhöhte Krebsanfälligkeit, erhöhter Blutzuckerspiegel, erhöhtes Herzinfarktrisiko, geringere Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen, Magen- und Darmgeschwüre, Nervosität, Schlafstörungen, Stresssymptome, vegetative Dystonie, Verdauungsprobleme,
vermehrte Ausschüttung der Stresshormone. Dies war das Kapitel Schallwellenterroristen, nicht nur fürs Ohr. Wir wünschen dir einen friedlichen und ruhigen Schlafort. Alles Liebe, deine Ani. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in das Buch Wohn dich gesund von Katharina Theresa Gutschone erhalten. Und ihr schafft euch dieses wunderschöne Buch an. Bestellen könnt ihr das Buch beim Hans Nitsch Verlag unter der ISBN-Nummer 978-386-264-882-5. Ich hoffe, dir hat diese Buchvorstellung gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du zuhörst. Alles Liebe, deine Ani.